So, Freunde, euer Simon hier. Samstag Supplement-Test, Supplement-Meinung. Heute mal meine Meinung zum Thema L-Carnitin. Ich will nicht zu sehr auf das ganze Physiologische eingehen. L-Carnitin, was ist das? Ist ein Peptid, praktisch eine chemische Zusammensetzung, wird aus in unserem Körper auch selbst hergestellt, aus Aminosäuren und ist dafür zuständig, dass wir praktisch Fettsäuren, insbesondere eben auch langkettige Fettsäuren, praktisch aus dem Blut in die Mitochondrien transportieren können, durch die Zellwände. Ohne L-Carnitin ist das nämlich gar nicht möglich, da durch die Zellwände zu kommen, und ist einfach dafür da, um dann die Fettsäuren zu oxidieren, also praktisch zu verbrennen. Ganz einfach, damit wird auch immer geworben. Deswegen wird das auch so als Fettburner angepriesen. L-Carnitin soll praktisch bei sportlicher Betätigung mehr Fett verbrennen. Der Effekt ist tatsächlich auch lange getestet worden. Ist eigentlich auch, ich bin jetzt mal durch die ganzen Studien gegangen, ist tatsächlich recht gut belegbar. Das heißt, auch bei Leuten, die keinen Carnitinmangel haben, ist eine Supplementierung mit Carnitin, mit L-Carnitin, oder die führt praktisch tatsächlich dazu, dass mehr langkettige Fettsäuren verbrannt werden. Ist es dadurch ein Fettburner? Nein, es verbrennt natürlich nicht aktiv das Fett. Ist bei langen Sportarten einfach dann recht sinnvoll, wenn ihr mehr Fett verbrennen wollt. Das heißt, das funktioniert dann schon. Es gibt noch andere Studien, die sehr widersprüchlich sind hinsichtlich der Kraftsteigerung. Da gibt es so, die sagen, es führt zu mehr Kraft. Die anderen sagen, es führt nicht zu mehr Kraft. Dann gibt es wiederum Studien, die sagen, dass es einen positiven Einfluss auf den Testosteronspiegel hat. Wurden auch noch nicht reproduziert. Und dann gibt es noch Studien, die zeigen, dass die Laktatansammlung im Muskel geringer wird mit L-Carnitin. Wie gesagt, das sind alles so Studien, die sehr, sehr widersprüchlich sind. Nicht wirklich ganz klar sind. Deswegen auch das Video, deswegen auch meine Meinung zu L-Carnitin. Ich nehme es ab und zu mal so kurweise. Ich weiß es wirklich nicht, ob es ein Placebo-Effekt ist. Ich mache damit eigentlich ganz gute Fortschritte. Ich würde es trotzdem besonders den Leuten empfehlen, die recht wenig Fleisch essen, die wenig tierische Produkte essen. Da ist nämlich das Carnitin normalerweise drin. Wenn ihr Vegetarier seid, Veganer, habt ihr wirklich recht wenig Carnitin in eurer Nahrung, dann wäre es sinnvoll. Ansonsten braucht ihr, wenn ihr praktisch keinen Mangel habt, eine recht hohe Dosis. Das heißt, 2000 Milligramm, 3000 Milligramm können zu einer Verbesserung führen. Man muss gucken, ob es das Geld wert ist. Also, wie gesagt, es ist jeder seine freie Entscheidung. Ich glaube schon, einen Effekt zu spüren. Ich bin ganz gespannt auf eure Diskussion zum L-Carnitin. Es ist eine ganz neue Studie gibt von 2013. Wie gesagt, die ist auch noch nicht ganz klar, aber die das Ganze, die L-Carnitin, besonders auch eben den hohen Fleischkonsum und damit einhergehend den hohen L-Carnitin-Gehalt mit Arteriosklerose in Verbindung setzt. Also da wird ein bisschen was diskutiert. Ich werde euch da noch auf dem Laufenden halten. Ich werde mich da ein bisschen weiter durchlesen. Trotzdem so mal ein Video zu L-Carnitin. Was ist das überhaupt? Meine Meinung. Ihr könnt es ausprobieren. Also es gibt viele Studien, die zeigen eigentlich, dass es keine Nachteile gibt. Ich habe es probiert, habe ganz gute Erfolge damit gemacht. Diskutiert. Das Video ist wirklich so eine Diskussionsaufforderung. Habt ihr damit Erfolge gemacht? Habt ihr keine gemacht? Was haltet ihr davon? Mich interessiert es total. Deswegen mal ein Supplement-Video wieder zu L-Carnitin. Abonniert den Channel, schaut mal bei mir im Shop vorbei. Ihr braucht eigentlich keine Fettburner, wenn ihr gut auf die Ernährung achtet, wenn ihr euch gut ernährt, wenn ihr alles mit drin habt. In dem Sinne, bis dahin, abonniert den Channel und wir sehen uns. Bis dann.